Gib mir mehr Akkus. Da. Wie machen wir das in der Ecke? Ups. Da müssten jetzt auch noch zwei hin. Sonst passt das nicht. Gib mir neue 20 Akkus. So. Und dann können wir das hier weitermachen. Aber halt nach unten. Ja, das sieht schicker aus. Okay. Bäume machen wir mal von Hand weg. Auch wenn das oldschool ist. So. So. Und es sieht jetzt schon wieder hell aus. Ist es wirklich jetzt Tag? Ja, Solarzellen arbeiten. Was war das für eine komische Nacht? Das ist sehr komisch. Aber na gut. Arbeiten die Roboter hier oben noch? Nee, nur bis hier. Ich würde gerne die ganzen Bäume hier auch noch weg haben. Wegen Mauer und so. Wenigstens zwischendurch ein klein bisschen bauen. Damit wir nicht total überrannt werden. Da. Weg. So, bisschen was gebaut. Kann ich getrost jetzt Aliens töten gehen. Immer noch unten. Da war zwar so ein großes Ding, aber das ist machbar. Und vor allem jetzt mit unserer neuen Rüstung müsste es sehr gut machbar sein. Ich hau mal den zwei neuen Schildmodule rein. Da und da. Und dann schmeißen wir einfach unten den Buggy vor die Tür. Wir haben echt viele Akkus inzwischen. Sehr schön. Jetzt einmal durch die lärmende Maschinerie durchlaufen. Und durch die stinkenden Engines. Über veraltete Transportbänder und kurz stehen bleiben, damit die Roboter uns auffüllen können. Jo, okay. So. Sie stehen immer noch. Wacker. Oh, und da unten ist unsere Steinproduktion. Falls ich es mal wieder vergesse. So, wo ist mein Buggy? Da ist mein Buggy. Du hast fast keinen Treibstoff. Okay. Ja. Da unten sind die Viecher. Oh. Kann ich rückwärts fahren? Ich kann nicht rückwärts fahren. Okay. Du musst schnell weg. Das da war ein Medium. Also das blaue Ding ist definitiv ein großer Beißer. Ist mit dem Rückwärts, also ich kann rückwärts keine Gegner überfahren anscheinend. Die haben sich vor die Ketten geschmissen. Das ist interessante Taktik. Aber wir haben die Basis da schon mal kaputt gemacht. Das ist gut. Und wir können jetzt neue Alien-Artefakte herstellen. Also Alien-Science-Packs. So. Unterwegs bauen wir mal ein neues Auto. Deswegen müssen wir die Science Packs gleich wieder abbrechen. Ja. Und fahren wohin? Das da unten sieht machbar aus. Oh, wir haben kein Holz mehr. Nein, jetzt muss ich echt händisch Holz hacken, um das Auto damit zu befeuern. Muss ein sehr interessant aussehendes Auto sein, wenn man da Holzscheite reinschmeißt. Aber gut. Da, bitteschön. Du wirst eh nicht lange überleben. Wir fahren jetzt nur durch ein paar Bäume durch. Oh, keine Bäume. Ah, Bäume. Ach du Kacke. Das sind große Würmer. Jetzt ist mein Auto gleich kaputt wegen den Würmern. So, reparieren. Genug Munition haben wir noch. Rinder. Wow. Problem halt, wie gesagt, das sind zielsuchende Geschosse. Die verfolgen mich über die halbe Karte, wenn es sein muss. Oh, Schild hält, sehr gut. Es wird wieder dunkel. Komm. Ich glaube, einen Wurm haben wir fast tot. Ein Spawner haben wir kaputt. Oh.
Okay, da ist noch ein zweites Gebiet. Zweites Gebiet ohne Würmer, würde ich mir so. Also, oh, oh. Nein, 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 nein. Flucht nach vorn, mach das Ding kaputt. Mach das Ding kaputt. Töte das große blaue Ding. Ach du Kacke. Okay, ich hätte gern ein weiteres Auto. Ich hätte gern die Science-Bags. So. Ich würde gern zu meiner Oh oh. Kein Holz. Kann ich Batterien reintun? Nein. Okay. Und wir haben keine Batterien mehr für unser Kampfanzug da. Das heißt, wir können jetzt auch nicht wieder runtergehen. Also wir hatten ein bisschen was kaputt gemacht und ich wollte eigentlich nur eine Runde drehen, dann poppte diese Basis da auf. Die ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Na gut, du da rein. Ja. Ich gucke gleich mal, wenn wir zu Hause sind, nach dem Nachtsichtgerät, ob sie das vielleicht ein bisschen verbessert haben. Obwohl, warte, hatten wir das nicht schon gebaut? Ich glaube, wir hatten Sachen schon gebaut, obwohl wir sie gar nicht einsetzen konnten. Einfach nur, weil ich es euch zeigen wollte oder so. Au, 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 au. Schneise. Unbedingt noch denken, neue Munition zu bauen. Gott. Da lang, da lang, da sind unsere Mauern. Sehr schön. Also, ab in die Sicherheit der Mauern. Vollbremsung. Hochreparieren. Jo. So. Und dann gucken wir mal in unsere Rumpelkiste. Also nicht die Storage Chest, die inzwischen auch unsere Rumpelkiste sind, sondern die nicht ans System angeschlossenen Kisten daneben. Die waren hier irgendwo, genau da hinten. Die da. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas Interessantes drin ist für uns. Da muss ich durch. Hier. Oh ja, Alien-Artefakte. Das ist ja richtig tolles Zeug drin, was zur Hölle. Das hätte ich gerne fast alles. Oh, falsch rum. Ja, mein Inventar ist echt toll. Ich wundere mich schon. So, die können mit. Die Artefakte können wieder mit. Ja, das ist wirklich alles Rahmensch. Der kann da drin bleiben. Die können noch mit dazu. Die auch. Iron Stick. Nö, okay. Das hier ist egal. Was macht das Netzwerk? Hält sich, füllt sich aber nicht so schnell. Runter. Ah, komm, rote Chips angeflogen. Sehr schön. Und es müssten jetzt eigentlich 100 rote Chips oben in der Kiste auf uns warten. Also wenn sie uns schon beliefern, dann müsste die Kiste oben noch voll sein, oder? Ich guck mal. Provider Chest. Nee, warte. Doch, 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 da oben. Da oben ist die Requester Chest mit 100 roten Chips. Wo keine von verbraucht werden. Ja, sehr schön. Wir brauchen jetzt 100 blaue Chips. Nee. Erstmal brauchen wir ein Nachtsichtgerät und ein Schnelllaufding. Die passen wahrscheinlich nicht mehr rein. Und deswegen brauchen wir eine bessere Rüstung. Weil die, glaube ich, mehr Slots hat. So, ein Nachtsichtgerät. Jo, braucht richtig viel Platz. Das heißt, wir... Boah, das geht nicht. So. Wow. Was? Was zur Hölle? Da haben wir gar kein Schild mehr. Nö, das ist mir nicht wert. Ja, und Nachtsichtgerät. Wer hier? Das ist jetzt nicht an, weil es keine Nacht hat. Aber ihr werdet sehen, wie es denn aussieht nachts. Das ist echt gruselig. So, dahin. Woran hapert es gerade? Wahrscheinlich an Solarenergie. Hm? Also hätte ich gerne noch mehr Solarzellen. Dafür brauchen wir wieder blaue Chips. Okay, es wird Zeit, die blauen Chips wieder anzustellen.
Wir müssten jetzt genug haben für die Rüstung selber. Also du stellst bitte her blaue Chips. Und zwar schneller und effektiver. Und das füllt sich langsam wieder. Okay. Also, du produzierst schön viele blaue Chips. Nur für uns. Es gibt keinen Abnehmer außer uns. Aber trotzdem werden 100 davon eine ganze Weile dauern. Und ich will gar nicht wissen, wie viele blauen Chips und Artefakte und was weiß ich mal für die Powerrüstung MK2 brauche. Haben wir sie ja noch gar nicht angetatscht. Haben wir nicht mehr erforscht. Was wir jetzt erforschen ist, dass die Roboter mehr tragen können, obwohl ein Großteil der Roboter arbeitslos ist, wenn ich es richtig sehe. Ja, die Hälfte. Heißt, wir bräuchten eigentlich keine Robot Cargo Size 2. Außer wir machen echt das mit dem Erz. Was immer verlockender wird. Ja komm, erstmal das zu Ende erforschen lassen. Dafür müssen wir hier die lila Tränke reinhauen. So. Was? Achso, ja, ist okay. Wie viele von den Artefakten braucht mir für die Rüstung? 10. Also kann ich noch 3-mal Science Packs machen. Hier. 1, 2, 3. So, nochmal 30 Stück. Nicht zu verachten. Was können wir jetzt sonst noch so machen? Während wir warten, dass 100 blaue Chips hergestellt werden. Einen Roboport bauen. Für den Roboport brauchen wir wieder rote Chips. Und zwar würde ich gerne einen Roboport bauen oben für die Ölsache. Weil momentan läuft noch alles super und ohne Probleme. Also hier. Ah, das ist die Nachtsicht übrigens. Wobei das ja fast geht. Also eben gerade, als wir draußen im Jeep unterwegs waren, war es teilweise echt dunkel und ich konnte fast nichts sehen. So wäre es schon besser. Aber der Grünton ist so eklig. Egal, lassen wir jetzt erstmal drin. Es wird für euch wahrscheinlich wesentlich besser sichtbar sein alles. Und das ist ja auch schon mal gut. Genau, Roboport wollte ich noch einen hinsetzen, damit hier oben die An- und Ablieferung von den Ölfässern funktioniert. Weil die Tanks sind leer. Ja. Das heißt, die werden hier alle gar nicht mehr arbeiten. Wir verbrauchen jetzt nur... Oh. Ja. Wir verbrauchen jetzt nur das, was wir vorrätig haben. Was bei Lubricant eine ganze Menge ist. Bei Petroleumgas nicht so viel. Schwefelsäure haben wir ganz viel. Brauchen wir Schwefelsäure noch für irgendwas anderes? Quatsch, Petroleumgas für irgendwas anderes außer für Schwefelsäure. Plastik. Wir haben kein Plastik mehr. Das ist nicht gut. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall einen Roboport. Und dann müssen wir unten gucken, ob da auch ein Roboport ist und dann die Fässer hin und her fliegen lassen. Also die produzieren hier ganz ab und an mal Öl mit 0,1 pro Sekunde, aber das ist halt echt wenig. Ich werde sie trotzdem durchgehend laufen lassen. Genauso wie die unten. Das ist quasi unser Notfallzeug. Also wir müssen wirklich bald umziehen. Die da, haben wir die da schon angezapft und die? Ich denke nicht. Okay, okay. Kommt also auch noch in naher Zukunft. Jetzt aber Roboport. Ich hätte gerne einfach hier irgendwo eine Pampa. Ein Roboport. Das heißt, die leeren Dinger werden jetzt gleich abgeholt. Von Robotern. Ja, danke. Werden jetzt abgeholt und dann hoffentlich nach unten gebracht. Wobei wir unten, glaube ich, noch keine Requester-Chests haben. Die baue ich schon mal auf dem Weg. Und eventuell auch noch 2 davon. Okay, beliefert mich kurz. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wir müssen unbedingt die Geschwindigkeit von den Viechern erhöhen. Also Cargo-Size... begrenzt sinnvoll. Geschwindigkeit fände ich gerade besser, weil dann kommen sie besser bei mir hinterher. Das muss ich halt alle 5 Sekunden anhalten, damit sie mich befüllen können. Mit Stahl und Chips und was weiß ich. So, wir wollten ganz runter zum Öl. Runter, 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 runter. Weiter runter.
Da könnten wir auch eine Provider-Chest draus machen, aber hier ist gar kein Roboport. Ja, nee, da unten kommt niemals nicht ein Roboport an. Wo ist der letzte Roboport? Ach du Kacke. Da. Eins, zwei, da. Drei bis vier Roboports bräuchten wir, um die Dinger da unten anzuschließen. Das klappt so nicht. Ich mach trotzdem schon mal Requester-Chests raus. So. Ihr hättet gern leere Fässer. 100 Stück. Leere Fässer. 100 Stück. Oh nee, warte. Ah doch, leere Fässer ist richtig. Und dann kommen hier unten die Provider-Chests hin. So. Die ganze Fließbandgeschichte kann weg. Jetzt brauchen wir nur noch vier Roboports. Und da werden die roten Chips wieder ein Problem. Aber ich zwack mir da ein bisschen was ab. Weil das ist mir jetzt schon wichtiger als die bessere Rüstung. Bessere Rüstung wird zwar schön für mehr Piu-Piu und ne, Überleben und so. Aber wir bunkern es einfach noch ein bisschen ein. Und wir brauchen Plastik. Wir brauchen für viele Sachen Plastik. Und es wäre echt garstig, wenn es jetzt da einen richtigen Engpass gäbe und wir fast nichts mehr herstellen könnten.